Ich habe versucht, in einer Woche Gitarre zu lernen. Das habe ich dokumentiert. Aber vorher gab es noch ein Problem. Die Gitarre hatte nicht mehr ganz alle Seiten dran, war nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber... Man kann ja auch ein bisschen Quatsch auf einer Seite spielen. So, ich habe mir jetzt irgendwelche Seiten mal bestellt auf Amazon. Ich denke, das sind die richtigen. Mal gucken. Fucking Profi. Ist auf der Kamera der Knoten. Hallo. Knoten da. Tut mir leid. Ich hab's geschafft. Also die Bassseiten nur. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich die Dreckseiten entstimmen. Ist das normal so? Kann ich jetzt schon. Nicht unbedingt gut, sag ich mal. Ich möchte irgendwie mal anfangen, ein bisschen was schwerer auszumachen, sag ich mal. Ich habe noch so einen gratis Beginner-Kurs. Wir starten mit A-Moll bei diesem Song. So, weiter wird das. Was ist für ein Bullshit? Am nächsten Tag geht's locker easy. Einfach nur so, weil man cool ist dann am nächsten Tag erst. Das heißt, morgen kann ich das wie ein Profi. Das ist doch fucking Bullshit. Ich guck mir jetzt das Video an und dann bin ich krass. Ich muss sagen, diese Drecks-Hammer-Ons sind einfach viel zu schwer. Also wenn ich einfach alles leise mache, dann sind die Hammer-Ons gar nicht so viel zu leise. Was ist das für ein Bullshit? Der ist einfach zu schwer, Digga. Kann man nichts machen. Schönen guten Tag. Jetzt ist tatsächlich der 12. Juli. Ich habe einfach zwischendurch mal vergessen und dann halt aufgehört so. Ich glaube, es ist halt leider, dass einfach eine ziemlich lange Zeit war und auch halt kein richtiges Ziel so. Das heißt, ich gucke mal, ob ich irgendwie so einen, vielleicht einen ganzen Song oder so lerne. In einer Woche. Schönen guten Tag. Es tut weh. Zweiter Tag. Das Lustige ist halt auch, dass einfach jetzt die Corona-Quarantäne zu Ende ist. Gestern Abend hatte ich das hier geschafft. Middle finger at 11th. Aber es lange ganz richtig eigentlich, glaube ich. Das ist doch hier Krebshand dann. So we can mute it. That first finger. Was? Das war jetzt schon 1A. Top-Leistung, würde ich sagen. Aber schon ziemlich gut, würde ich sagen. Reicht dann auch für heute. Tag 3 oder 4. Licht nicht ganz schon am Start. Moment. Na, einfach morgen weiter. Schon wieder 9:30. Ich habe die ganze Zeit irgendwie vergessen. So. Ich muss dann den kompletten Song in einer Woche zu lernen, wird ein bisschen kritisch, glaube ich. Ich bin aber jetzt schon 4 Tage dabei und ich kann die Gitarre noch nicht mal richtig halten. Das ist doch Bullshit. Wie halte ich die Gitarre? Ja, ziemlich gut eigentlich, muss ich sagen. Neuer Tag, neues Glück. Oder so. Moment. Wieso kann ich das nicht? So, jetzt ist es gestimmt. Nee, ist nicht besser. Also ist das Ziel, den ganzen Song zu spielen? Das sehe ich schwarz. Ich bin nicht rassistisch, ich sehe kein Ziel in sich. Sonne, scheiß Mann. Speicherplatz voll, egal. Ich bin jetzt im Refrain, im Chorus. Scheiß Mann. Ja, finde ich gut.
heute ist der letzte Tag und ich habe jetzt gedacht, ich mache einfach jetzt ein bisschen halt Wiederholung von gestern. Die Frage, wie schnell das dann auch ist, also wie nah es am Songtempo ist, das ist nämlich kritisch und auch wie gut es dann klingt. Aber ich muss dir nicht sagen, das hier ist nicht ganz so nice. Und dann werden wir rausfinden, ob eine Woche Gitarre lernen für einen Song reicht oder halt eher nicht. Ich meine, okay, in einer Woche kann man nicht viel erwarten, aber ich meine, wenigstens kann ich das hier. Oh, oder auch nicht. Also ich habe jetzt alles vergessen, was ich vorher gemacht habe. Und ich kann das auch noch nicht. Also, eine Woche, ich bin gut. Ich habe mal Ukulele an einem Tag gelernt, das kannst du dir angucken. Das war ein bisschen erfolgreicher, würde ich sagen. Wobei, ist ja eigentlich auch erfolgreich gewesen. Ich meine, das war's vom Video.